Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute wieder ein bisschen War Thunder unterwegs mit dem schweren britischen Panzer RL oder RRL 44 ACL1. Ich weiß, dass ich schon mal ein Video damit gemacht habe oder über dieses Fahrzeug, mit diesem Fahrzeug, und es war schlecht. Daran kann ich mich noch erinnern. Und hier war es jetzt auch nicht besser. Ich habe drei Runden gemacht und die sind einfach. Ich weiß nicht, ich bin so fertig mit diesem Fahrzeug, dass ich mir denke, wie kann man so einen Schrott bauen? Aber ich könnte jetzt ewig meckern. Bestimmt gibt es Leute, die wirklich gut damit sind. Das einzige, ich habe britischer Panzer gesagt, ist ein französischer Panzer. Ein französischer Panzer. Ein Low-Tier-Panzer. Ich habe jetzt nicht auf dem Plan, welche Battle-Rating der hatte. Ich glaube 3-3, irgendwas im Dreierbereich. Ja, unheimlich grottig. Das ist wirklich so wie Kartoffeln schmeißen. Und was ich schon gesagt habe, ich kann mich erinnern, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon mal ein Video damit gemacht habe und da war es auch unheimlich schlecht. Und ich dachte mir so, okay, fährst das Ding einfach nie wieder und gut ist. Aber ich habe mir jetzt noch in der Leiste gehabt, seitdem habe ich den, glaube ich, auch nicht mehr gefahren. Und dachte mir, ich probiere es einfach nochmal. Habe so ein paar Runden gemacht, ja, und dann dachte ich, probierst es halt nochmal. So, habe dann das Problem gehabt, wenn ich was hätte abknallen können, wo ich vielleicht auch tatsächlich einen guten Treffer gemacht hätte, dann kam jemand vor mir. Dann war jemand schneller als ich und dann dachte ich mir so, ey, das ist so wirklich mein Schicksal. Ne? Seit weiß ich nicht wie lange. Die ganze Zeit habe ich das schon, dass ich irgendwo ran will. Jetzt könnte ich wenn einen abknallen und boff, holt ihn jemand anderes. Ja. Und ansonsten, wenn ich jemanden sehe und ein bisschen weiter weg bin, ey, wirklich, das ist wie Kartoffeln schmeißen. Da kannst du auch hingehen und denen irgendwie die Ketten abschrauben. Ja. Und irgendwelche anderen Sachen abmontieren, weil genau so ist das. Das dauert ja ewig, bis du mal irgendwie vernünftige Treffer hast. Jetzt könnte man sagen, ja, du bist einfach zu schlecht. Ja, wahrscheinlich bin ich auch nicht, oder ich habe nie gesagt, dass ich ja Pro-Gamer bin, aber ich weiß, dass sich auch andere darüber beschwert haben. Also das Ding ist einfach wirklich von der Feuerkraft. Naja, es gibt ja keine wirkliche Feuerkraft. Also was man damit gut abschießen kann, sind sehr leicht gepanzerte Fahrzeuge, die nicht mehr allzu häufig vorkommen in dem Bereich. Oder wenn man Glück hat, vielleicht auch mal so ein, wie heißen die Dinger denn? So ein Flak-Panzer kann man ja nicht sagen. Ja, Flugabwehr halt. Die Dinger, die auf die LKWs montiert sind, genau, so ein Flak-LKW. Ja, das ist wirklich, was man gut abballern kann. Und tatsächlich die beste Runde war die letzte, obwohl ich zwischendurch einmal verlustig gegangen bin, aber ich habe noch einen Ersatzgutschein gehabt, konnte also nochmal rein. Und das war wirklich mit die beste Runde. Und die war ja schon nicht so prickelnd. Also ich meine, es ging. Es war einfach ein bisschen mehr Action, es war ein bisschen mehr los. Ich war auch länger am Start, auch dadurch, dass ich natürlich nochmal reingegangen bin. Und ansonsten, ich bin froh, wenn ich den nicht nochmal fahren muss. Ich habe ihn jetzt auch nicht mehr drin. Habe ihn soweit auch fertig modifiziert. Jetzt kamen noch neue Sachen dazu. Deswegen, ich glaube, der war schon fertig, aber da kam irgendwas Neues dazu. Vielleicht auch ein. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ja. Irgendein Krempel, den ich noch nicht hatte. Ich habe den einfach nur noch mal gefahren. Warum auch immer. Ich weiß nicht wieso. Ich kann mir nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich dachte, warum ich den jetzt noch mal fahren müsste. Ja, auf jeden Fall. Zieht euch das ruhig rein. Wenn ihr Kommentare habt, dann haut's in die Kommentare. Nee, wenn ihr was zu sagen habt, dann haut's in die Kommentare. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Video. Fahrt nicht diesen Panzer. Und wenn, dann weiß ich nicht. Kauft ihn euch. Also kauft alles schnell mit Golden Eagles und macht den fertig. Oder bleibt irgendwo stehen. Lasst euch beschießen, denn dafür ist er gut genug. Also Artillerieschläge hält er gut aus. Und geht mit dem Flugzeug rein und modifiziert ihn so fertig. Aber wirklich grausam zu fahren, das Ding. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis denn dann und ciao, ciao.